Die haben mich wieder ignoriert einfach. Warte mal, du wolltest Cobblestone, ja? Bitte. Den kann ich dir bringen. Wie viel Stacks? So viel wie geht. Also alles an Cobblestone. Cobblestone. So, ich bin auf dem Weg. Wird also dann auf jeden Fall der nächsten Aufnahme Zeit für eine dicke Höhlentour. Wo wir wieder alles tot farmen, ey. Ja. Tue ich dir die Kiste rein oder soll ich es dir direkt geben? Cobblestone kannst du mir direkt geben. Hast du hier noch zwei? Oh, Gravel. Sind zwar nur zwei, aber ich hab's mal mitgenommen. Hier können wir doch so ein kleines Hafengebäude oder so ranbauen, wo man mal, obwohl, naja. Hat relativ wenig Sinn, weil es ist eh nur ein kleiner See hier vorne, aber. Ich werfe das mal hier. Mehr hatte ich leider nicht mehr. Das reicht schon. Das reicht dicke. Ich finde das einfach mal was Sinnvolles tun und das Gefängnis ausbauen. Das werde ich tun. Also, wenn ich das zeitlich jetzt hinkriege, können wir sogar in dieser Folge hier schon einziehen. Meinst du, dass du das noch schaffst? Ich denke mal schon. Kisten, ja, ich meine, wir müssen noch einen Lagerraum machen, ja, ne? Wir machen aber den Lagerraum bitte relativ nah des Eingangs vorne. Das ist klar. Das ist dass schon man nicht alles durch das ganze Haus rennen muss. Nee, schon klar. Das kann auch richtig groß sein. Da können wir meinetwegen eine halbe Etage für verbrauchen. Wir machen ja eben mehrstöckig. Guck dir doch mal an, wie groß das Haus wird. Da werden wir schon genug Platz haben für. Das hast du alles selber abgebaut? Ja. Ich bin gespannt. Das wirst du in meiner Aufnahme sehen, dass ich nicht den Creative Mode benutzt habe. Nein, das ist so, nur so, das sieht so gewaltig aus. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Nee, das schaffst du nicht mal in der Aufnahme, weil ich muss nachher einen Cut, weil meine Festplatte ist nämlich relativ voll, weil ich ja schon Skyrim vorher aufgenommen habe. So, ich gehe jetzt mal nach unten und ich werde einfach mal mein Gefängnis schon mal anfangen obwohl, ich muss das gar nicht ausbauen, wenn ich einfach den Lagerraum wenn ich den einfach umbauen kann, den Lagerraum, wenn ich dann einfach sage, okay, den Lagerraum machen wir quasi als erste Etage für die Zellen und den Raum darunter halt als zweite Etage für die Zellen. Irgendwas habe ich wieder falsch gemacht. So machen wir das. So mache ich sogar. Das heißt, der Lagerraum geht ja komplett raus hier. Das heißt, ich werde schon mal die Wände dahinter mit Cobblestone und sowas ersetzen. Alles klar. So machen wir das. Das heißt, die Treppen gehen hier auf jeden Fall schon mal raus. Dass das Ganze nachher zum Gefängnishaus wird, sobald wir umziehen. Was aber wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme stattfinden wird irgendwann. Also bis jetzt läuft es ja eigentlich ganz gut. Also, ich bin so. Also die Kisten lasse ich jetzt noch da natürlich, aber okay. Ich werde die Wände dahinter schon mal in diese Gefängniswände verwandeln. Beziehungsweise gleich, weil ich muss erstmal. Hahaha, weil ich muss ja erstmal was anderes tun. Ich muss ja erstmal. Ach, scheiße. Ich muss irgendwo erstmal Cobblestone farmen gehen. Obwohl ich das hier unten machen kann. Ich grab mich einfach in irgendeine Richtung und baue das nachher wieder zu. Und mache jetzt einfach mal. Zack. Ich grab mich jetzt in die Richtung, gehe ein bisschen Cobblestone farmen, mach's danach wieder zu und das ist gut. Und vielleicht finde ich so noch ein bisschen was Cooles. An Zeug. Ich glaube, wir machen da unten ein Kabel, farmen auf dem Weg so ein bisschen Cobblestone. Lalalala. So lange muss meine Eisenspitzhacke kaputt, das ist meine Diamantspitzhacke, meine ich. Das Gefängnis wird so mein nächstes Bauprojekt, dass das Gefängnis ein bisschen. Also, ich denke mal, um den Umzug mit dem Lagerraum werde ich mich komplett kümmern. Das übernehme ich komplett. Mhm. Okay. Dass ich das alles rüber schaffe, meinetwegen, das mache ich. Ja. Wenn du dann beim Kisten aufbauen und Schilder beschriften hilfst, dann haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dann können wir es auch ein bisschen detaillierter machen. Finde ich. Ja, klar, logisch. Jetzt regnet. Ja, da musst du hier durch. Das ist leider nicht so wie auf dem Beef-Server, wollen einfach ausschalten. Wie gut, dass ich unter Tage bin, dann interessiert das nicht. Ja, wie gut, dass ich noch kein Dach über dem Kopf habe. Oh, Diamant. Quatsch. Eisen.
Einiges sogar. Lalalala, so. Ich höre hier unten noch irgendwas. Was höre ich denn da? Ich höre sogar Lava hier blubbern. Direkt in der Nähe. Unter unserem Haus ist eine anscheinend große Höhle irgendwo. Ich gucke die gerade mal zu finden, dass ich die uns markiere. Okay. Ich finde diesen Übergang von Regen zu Schnee immer total witzig, wenn man an einem Schneegebiet ist. Ist doch im Schneegebiet gerade. Ja. Irgendwas habe ich schon wieder falsch gemacht. Scheiße. Wenn ich Pech Braucht habe, noch ist ein bisschen Lava. Dschungel. Ich glaube, die Lava ist direkt über mir. Kann das? Nee. Wo ist die Lava? Ich höre sie so laut blubbern. Wo ist die Lava? Aber ich muss aufpassen, nicht, dass ich hier Selbstmordkommando begehe. Wo ist das? Oh, es wird lauter. Wo ist denn das? Ist das unter mir? Nee. Boah, so spannend kann plötzlich eine Cobblestone-Farming-Aktion werden, ey. Ja, okay, das ist nur ein kleiner Fehler, Gott sei Dank, bei mir in dem Haus. Das geht ja noch eigentlich. Was hast du denn für einen Fehler gemacht? Ja, ich versuche immer die Fenster so im 4x4-Format, 4x4-Format zu bauen. Und ich habe es auf einmal ein Dreierfenster hier gehabt. Ja. Und das hat mich einfach etwas irritiert, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wofür habe ich eigentlich einen Dschungelbaum abgeholzt? Keine Ahnung. Hast du ihn Den komplett Fall. abgeholzt oder steht die Krone noch? Den komplett abgeholzt. Gut. Aber ich habe das Wo? falsche Holz genommen. Ist das? Ich höre das doch. Was suchst du denn? Ja, ich nix. Ich höre hier Geblubber von Lava unterirdisch gerade. Irgendwo unter, fast unter unserem Haus quasi. Unter unserem aktuellen Haus. Ja. Gerade noch. Und ich finde es nur nicht. Ich versuche es gerade durch Graben halt zu finden, aber ich finde es gerade nicht. Aber es ist, hört sich so dicht an. Muss auch irgendwo hier in der Nähe sein. Da wollte ich eigentlich nur beim Gefängnis mich da durchgraben, um halt ein bisschen Cobblestone zu farmen. Dass ich halt die Gefängniswände da ausbauen kann, dass ich das Holz raus und dafür Stein reinmachen kann. Um dann nochmal ein, zwei neue Zellen hinzubauen. Weil wir haben ja auch vor, demnächst mal Specials zu machen mit mehr Gästen noch, ne? Klar. Ja, ich habe da auch schon eine Idee für die 100. Folge. Okay, schieß los. Naja, ich wollte halt in der 100. Folge, wollte ich halt das erste Mal in Neta gehen. Im LP. Ah ja, gut. Und da eventuell auch Gäste dabei haben. Das heißt, bis spätestens da müsste das Haus halt soweit auch fertig sein in die Bibliothek. Ja, das ist bis dahin schon fertig garantiert. Alter, was ist denn das? Ich höre es doch. Ich muss nur sehr vorsichtig sein. Es hört sich an, als wäre die Lava über mir, weißt du? Das ist halt gefährlich, ey. Aber so viele Rohstoffe, wie hier sind, muss das Ganze in der Nähe sein. Du kleiner Hurensohn. Stirb, ey, scheiß Spinne. Das ist ganz in der Nähe, das ist ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Bin fast da. Okay, ich habe die Höhle gefunden. Okay, jetzt muss ich die nur noch töten gehen. Ja, leider ist das keine richtige Höhle, sondern nur ein großer, hoher Raum. Aber da oben ist ein Haufen Kies. Kies brauchen wir. Kies is also the shit we need. Deswegen,
War Creeper. So. Bin ja jetzt erst kann ich gerade nicht mal so mehr frei. rennen, ich glaub's nicht. Hä? Ich kann nicht mehr rennen, weil ich Hunger habe, aber ich habe gerade nichts zu essen. Ja, geh ins Haus. Da bis dahin wirst du dich noch retten können. Das, wir ja, haben. ich bin auch gerade im Haus. Da ist jetzt genug da. Wir haben ein bisschen dafür gesorgt, dass was da ist. Aber So. erst mache ich das Dach fertig, vorher mache Boah, ich nichts gerade ruckelt es bei mir ein anderes. bisschen. Also, ich denke mal, allzu lange können wir nicht mehr. Aber ich will auf jeden Fall dieses Geblubber danach noch. Also, ich will noch wissen, wo hier die Höhle ist. Damit ich sie mir markieren kann. Dass wir da vielleicht nochmal reingehen können. Klar. Jetzt haben wir schon drei Höhlen in Aussicht, wo wir noch reingehen wollen. Aber das nächste Mal, also die nächste Aufnahme machen wir einfach pure Höhlenerkundung, würde ich sagen. Wie du willst, Phil. Mir soll beides recht sein. So. Oh ja, das lohnt sich auch hier mit dem Gravel. Oh, ruckel die ruckel. Oh, meine Festplatte ist bald voll. Schatz, wie weit bist du eigentlich mit deinem Haus? Ja, ach nee, wollte gerade sagen, komm doch und guck nach, aber. Ja, doch, das, ich kann theoretisch gleich mal rumkommen, ja. Aber den Gravel jetzt soweit abgetragen hier. Dann gehe ich jetzt, stürze mich mal runter hier. Autsch. Weil langsam fängt es an, größere Lecks zu geben, wegen besagter. Du brauchst eine größere Festplatte, Phil.